Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und gerade on the road, weil ich unterwegs bin zu der Challenge, die ihr ausgewählt habt. Ich mache nämlich bei der Hashtag Erste Wahl 2017 Challenge mit von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da könntet ihr unter 5 Alternativen eine Challenge auswählen, die ich machen muss. Und jetzt können wir auch schon mal releasen, was das Ergebnis ist von eurer Abstimmung. Ihr wart ganz eindeutig dafür, dass ich einen Tag lang in einem leeren Raum verbringe. Ich stehe hier jetzt gerade auch schon vor der Tür, wo das Ganze gleich passieren wird. Den Tag definieren wir mit 8 Stunden, also einem ganz normalen Arbeitstag. Ich denke, ich werde in diesen 8 Stunden schon richtig verrückt werden. Und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Ich persönlich finde die Challenge super cool, denn es zeigt euch einfach, dass ihr wählen gehen könnt. Ihr müsst es ja nicht, aber wenn ihr nicht wählen geht, dann müsst ihr trotzdem mit den Konsequenzen leben. Genauso wie ich heute. Ich weiß, dass ich 3 Joker habe. Also einmal für ein Glas Wasser, für einen Snack und einmal für einen Toilettengang. Wir klopfen jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, was passiert. Hallo. Okay, Freunde, ich muss mein Handy abgeben. Es geht dann schon gleich los. Okay, mein Handy. Und das sind die Joker. Dann gehen wir mal rein in den leeren Raum. Okay, das ist der leere Raum. Gott. Ich glaube, so das Schlimmste wird eigentlich die Langeweile sein. Und dass man keine Uhr hat. Man kann ja nicht sagen, okay, jetzt noch eine halbe Stunde. Oh Gott, Leute, wir haben Mitbewohner. Oh Gott, hier ist eine Spinne. Hallo, jetzt sind doch 2 Challenges vereint. Geh weg. Okay, vielleicht wird das hier heute noch mein bester Freund. Mittlerweile chill ich hier on the ground, on the floor. Oh Gott, Leute, diese Zeitverschwendung. Mir ist so langweilig, dass ich müde werde. Nehmt erstmal das Glas Wasser, weil ich hab so Durst. Ich hab mich noch nie so sehr über ein Glas Wasser gefreut wie jetzt. Ich werde langsam richtig nervös. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, danke. Danke, sogar Pizza, oh mein Gott, Leute. Sie ist einfach kalt, aber egal. Oh mein Gott. Meine Laune steckt gerade wieder ein wenig. Ich habe aber jetzt ein bisschen Angst davor, auf Toilette zu müssen, denn ich muss schon. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden schon vergangen sind. Also mein Gefühl sagt mir, dass ich hier jetzt schon so ungefähr 5 Stunden schon so drin bin, ja. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange es tatsächlich ist. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm, dass ich mich hier mit mir selbst auseinandersetzen muss. Einfach weil ich das auch so oft mache. Gerade alles ein bisschen weh. Ich dachte mir so, ja komm, ich döse mal ein bisschen. Ich bin einfach eingepennt. Ich mach's jetzt einfach, egal. Ende? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, Freunde. Ganz kurze Pause. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen und ich konnte so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen. Und ehrlich gesagt war die Challenge wirklich nicht einfach. Ich habe mir das allerdings schon vorher gedacht, denn wer hat so viel Zeit zur Verfügung und
nichts, mit dem man sich beschäftigen kann, außer sich selbst. Man muss sich da einfach so viel Gedanken über sich machen. Man kann gar nicht anders, einfach weil man nur den leeren Raum hat, nicht mal das Internet. Und ich glaube, in einem Zeitalter, wo wir einfach immer Informationszugang haben, möchten wir auch immer unterhalten werden und Informationen bekommen. Und das konnte ich nicht. Und by the way, diese Challenge sollte natürlich nicht zeigen, wie es ist, zu hungern oder Durst zu haben. Das war noch so eine Einteilung für mich. Aber an sich geht es nicht darum, sondern eher Zeit mit sich selbst zu verbringen. So. Und deswegen muss ich mich ganz viel mit mir auseinandersetzen. Aber das tue ich auch generell viel, weil ich sehr nachdenklich bin. Deswegen fand ich es auch nicht so super schlimm. Ich brauche auch teilweise meine Ruhe und ziehe da auch meine Energie her. Aber dann mache ich natürlich nur Sachen wie Serien gucken oder mit Freunden schreiben, am Handy sein, whatever. Und dieses Mal konnte ich nichts machen. Nix. Nichtsdestotrotz war es am schlimmsten, das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so gegangen wäre. Ihr könnt ja gerne mal euer Feedback in den Kommentaren hinterlassen, aber das war so definitiv das Schlimmste für mich. Diese Aktion zeigt, finde ich, so gut, wie es ist, wenn man seine Wahl in andere Hände gibt und sein Schicksal anderen überlässt. Am Sonntag, den 24. September, ist die Bundestagswahl. Ich habe schon per Briefwahl gewählt. Geht natürlich auch. Meine persönliche Meinung dabei ist, dass jeder, der eine Stimme hat, sie auch nutzen sollte. Ich weiß, das klingt total abgedroschen, aber nutzt sie, denn ihr wählt nicht nur, wer euch die nächsten Jahre regiert, sondern auch, wer euch nicht regieren sollte in euren Augen. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Andere YouTuber haben übrigens auch noch Challenge-Videos gemacht. Findet ihr in der Infobox. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.